Heute im Studio freuen wir uns auf Martin Pickenhagen, den Ex-Keeper des HSV und jetzigen Sportvorstand von Hansa Rostock. Der wird sich natürlich auch zum HSV später äußern. Aber in erster Linie sprechen wir natürlich über Hansa Rostock. Hansa musste heute in Wiesbaden antreten und hätte an diesem 14. Spieltag mit einem Sieg an der Tabellenspitze thronen können, Ole Zeissler. Jens Hertel ist die mögliche Tabellenführung nicht so wichtig. Seinem Team schon eher, denn Rostock legt ganz stark los in Wiesbaden, setzt den Gastgeber unter Druck. Verhoog mit eleganter Pirouette auf Moritz Littger, zu spitzer Winkel, aber direkt mal hinterlegt, dass man hier was mitnehmen will. Hansas fünftes Spiel in 16 Tagen, aber die Maschinerie läuft. Vor allem über das technisch so starke Mittelfeld. Corbinian Vollmann, Bentley Baxter-Barn, John Verhoog kann ihn nicht mehr wirklich platzieren. Erneute Führungschance vertan. Dann bringt Hansa Wiesbaden selber zurück. Die spielten bisher gar nicht mit, nehmen das Geschenk aber an. Löhmannsrüben unkontrolliert auf Gianluca Korte. Ein Querpass, den erst keiner will und er ihn dann nimmt und macht. Benedikt Hollerbach. Erste Chance, erstes Tor Wien, erstes Saisontor Hollerbach. 1:0 kurz vor der Pause. Ganz, ganz bitter für Hansa. Der Hals von Jens Hertel zur Halbzeit geschwollen bis dick. Nach der Pause kein Abschwellen in Sicht, denn Wehen kombiniert nun. Schönster Angriff des gesamten Spiels. Morris Malone überrennt Sonnenberg und in der Mitte wartet wieder Hollerbach. Benedikt Hollerbach. Weder verwandt noch verschwägert mit Ex-HSV-Profi Bernd. 2:0 für den Zweitliga-Absteiger. Hansa zwischen Minute 30 und 60 mit spielerischer Abstinenz nun wieder da. Baxter-Barn, Farona Pulido, Verhoog 1:2, jetzt aber zackig. John Verhoogs fünfter Treffer in dieser Saison. Wie lange noch? Noch fünf. Ecke vom starken Baxter-Barn. Verhoog, Riedel, wieder Verhoog. Hansa drückt, hat noch einige Möglichkeiten, will wenigstens den Punkt, kommt aber zu spät zurück ins Spiel, verliert 1:2 in Wiesbaden und hadert. Hinten raus müssen wir uns wenigstens noch mit dem Punkt bedienen, weil wir haben ja noch mal klare Chancen rausgespielt, obwohl dann Wiesbaden sehr tief stand, haben wir es trotzdem geschafft, sie immer wieder vor Probleme zu stellen, aber sie haben gewackelt, aber wir haben sie nicht umgestoßen. Noch lange standen Trainer Hertel und Sportchef Pickenhagen auf dem Platz und redeten. Worüber denn eigentlich genau? Ja, das können wir ihn jetzt fragen. Er hat sich direkt ins Auto gesetzt und ist hierher gerauscht nach Hamburg. Danke dafür erstmal und herzlich willkommen. Martin Pickenhagen, worum ging es im Gespräch mit dem Trainer danach? Das ist so ein traditionelles Ding, das machen wir immer nach dem Spiel. Mal kurz ins Gespräch gehen, bevor der Trainer zum Interview geht, um eine kurze kleine Analyse zu starten, um ein bisschen was auszutauschen. Wie ordnen Sie das Spiel heute ein? Es begann super und eigentlich war Ihre Mannschaft die bessere Mannschaft, bis das Tor fiel und dann... Genau, die Jungs haben es wirklich die ersten 30, 35 bis zum Gegentor wirklich gut gemacht. Hatten etliche Möglichkeiten, um es 1:0 zu machen, was glaube ich auch dann ein anderes Spiel bewirkt hätte. Aber hätte, wenn und aber, wir haben es leider nicht geschafft, ein Tor zu machen, eins bekommen. Und dann haben wir echt lange gebraucht. Die Jungs waren frustriert in der Halbzeit. Das wurde durch das 2:0 dann auch nicht besser. Aber nach dem 2:1 haben sie sich dann gefangen und haben alles investiert, um das Ding noch zu drehen bzw. einen Punkt zu holen, was sicherlich heute auch verdient gewesen wäre. Aber hätte, wenn und aber. Genau. Man hat so das Gefühl, wenn Rostock oben gut steht und die könnten richtig was reißen, dann verliert Rostock. Ja gut, aber das hätten wir letzte Woche auch schon gegen Türkgücü sagen können. Also was heißt letzte Woche, letzten Spieltag? Beim Nachholspiel, da haben wir es halt gewonnen. Ja, und von daher mag ich das eigentlich nicht mehr hören. Für mich ist wichtig am Ende des Jahres, wo wir da stehen. Und da arbeiten wir alle darauf hin, dass wir da nicht schlechter sind wie letztes Jahr. Es läuft ja ganz gut. Man ist ja in der Tabelle jetzt nicht abgeschlagen, nur weil man nicht Tabellensieger geworden ist. Was läuft aus Ihrer Sicht gut? Es gab Neuverpflichtungen, die Sie auch zu verantworten hatten. Mit Jan Löhmannsröben, mit Littger, mit Bentley Baxter-Barn. Liegt es an denen oder liegt es am Gesamtkonstrukt, dass Rostock gerade da steht, wo sie stehen? Ja, also so eine Kaderplanung ist ja nicht eine Sache, die man für eine Saison macht. Das ist ja so ein Prozess, der über mehrere Jahre ist. Weil verschiedenste Spiele halt nicht immer sofort verfügbar sind. Da muss man halt ein bisschen warten, auch mal ein Jahr oder zwei,
bis man so eine Mannschaft zusammenbaut. Das ist in einem Team, passiert das immer. Das bin nicht nur ich alleine. Das sind immer, unsere Kaderplanung ist dabei, der Trainerteam ist dabei. Also das ist nicht so, dass einer das alleine entscheidet. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Und so versuchen wir halt eine Mannschaft zu entwickeln, die dann erfolgreich ist. Und da sind wir mittendrin. Das ist ein Prozess, der sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Sie sind übrigens der 14. Trainer seit Sportdirektor seit 2006. Das kann man kaum glauben, aber es ist so, ne? Was ja, Wahnsinn, da an Wechseln stattgefunden hat. Ja, ja. Merkt man das jetzt, dass so ein bisschen Ruhe aufkommt in Rostock? Können Sie das beurteilen? Es ist schwierig. Ich habe ja die Zeiten vorher mitbekommen von außen und wir versuchen einfach unsere Arbeit zu machen und wir versuchen die so zu machen, dass sie einzig und allein der Prämisse dient, dass der Verein erfolgreich ist und wir sind da auf einem guten Weg, aber es ist natürlich nicht nur eine Einbahnstraße, die immer erfolgreich ist, sondern gibt es auch Gegenschläge, aber die muss man verarbeiten, da muss man aus den Fehlern lernen. Man darf halt nie aufgeben. Das habe ich als Spieler nicht getan, das werde ich als Manager auch nicht tun. Und so versuchen wir, die Kogge wieder in die Richtung zu bringen, wo wir alle hoffen, dass sie hinkommt. Wir wollen uns der hohen Belastung in der dritten Liga widmen. Durch dieses Thema Corona sind in der dritten Liga immer wieder mal Spiele ausgefallen und mussten verschoben werden. Und das führt dazu, dass jetzt ganz viele Spiele in sehr kurzer Zeit stattfinden. Und das wiederum führt zu viel Unmut und zu Diskussionen um die Anzahl zum Beispiel der Auswechselspieler. Hendrik Deichmann zu diesem Thema. Sieht nach einer Zerrung aus, ohne Gegnereinwirkung. Auch für ihn geht's nicht weiter. Schon das Zugucken tut weh. 88 Drittligaspieler sind aktuell verletzt. Die Zahl der Ausfälle deutlich höher als im Vorjahr. Mannschaften wie Kaiserslautern oder Ingolstadt müssen verletzungsbedingt fast auf ein Drittel ihres Kaders verzichten. Ein Alarmzeichen, auch beim SV Meppen ist man besorgt. Hier fehlten zuletzt genauso wie in Lübeck und Rostock 5 Spieler mit Muskel- oder Bänderverletzungen. Größtenteils zugezogen, ohne gegnerisches Einwirken. Wenn du alle 3 Tage spielst, die Erholungsphase wird immer kürzer. Dementsprechend ist die Gefahr auf Muskelverletzungen natürlich auch größer. Die Belastung ist enorm, die wird nicht weniger werden. Also wir sehen es ja jetzt auch bei uns mit den Verletzungen. Wenn der Motor irgendwann überbelastet, überhitzt ist, dann geht er ins Flöten. Das kennen wir ja auch aus der Formel 1. Und das ist bei einem Menschen dann in solchen Formen, dass er dann umknickt und das zentrale Nervensystem nicht mehr so aufnahmefähig ist, nicht mehr so wach ist und wir dann zu solchen Verletzungen kommen. Vielleicht wäre die Verletztenflut zu verhindern gewesen, wenn die Drittligisten das Angebot des DFB mit 5 statt 3 Auswechslungen nicht mehrheitlich abgelehnt hätten. Ich war am Anfang der Saison auch für 3 Wechsel. Das ist auch eine finanzielle Sache. Ne? Wenn du 5 Spieler reinbringst, kriegen auch 5 Spieler Prämie beim Sieg. Wir reden mit den Spielern auch bereits über Gehaltsverzicht und sicherlich nicht nur beim FC Hansa Rostock. Und 2 Spieler mehr, das belastet nun mal das Punktebudget. Das kann man schlecht kalkulieren. In der ersten und zweiten Liga darf bis zu 5-mal ausgewechselt werden, ist für Erfolgs- und Einsatzprämien mehr Geld da. Nicht so in der Frauen-Bundesliga. Die Aufsteigerinnen vom SV Meppen haben gerade mal 15% des Etats der Herren, wechseln aber im Gegensatz zur dritten Liga trotzdem 5-mal. Ja, bin sehr erstaunt. Ich weiß gar nicht, warum sich dagegen ausgesprochen hat. Ich als Trainer sehe nur Vorteile darin. Man hat durch mehr Möglichkeiten, taktisch bedingte Dinge zu verändern während des Spiels, durch die größere Personenanzahl. Die Anzahl der gesunden Spieler wird immer weniger, die der in kurzen Abständen zu absolvierenden Spiele immer mehr. Was bei vielen Drittligatrainern zum Umdenken führt. Mit dem Wissen, was wir jetzt haben, mit dieser Corona-Pause, wäre ich natürlich dafür, dass wir 5 Wechsel hätten. Muss man sich da vielleicht noch mal Gedanken machen, ob man es dann nicht vielleicht doch irgendwie wieder auf 5 Wechsel erhöht. Die Gefahr ist ganz klar, dass mir meine Mannschaft auseinanderfällt und ich dann nicht nur kleinere Verletzungen habe, sondern dass es zu einer größeren Verletzung wird. Und dann kommen natürlich längere Ausfälle hinzu. Und dann ist die Frage der Wirtschaftlichkeit, ob das da hinten nicht auszahlt, wenn die Spieler sich länger verletzen. Ich muss danach verpflichten. Der Ball liegt jetzt bei den Geschäftsführern. Der bange Blick geht auf die vielen Verletzten, den eng getakteten Spielplan mit 13 Partien in 8 Wochen allein für den SV Meppen. Und die Frage, ob dem Wunsch vieler Trainer nach 5 Wechseln bei einer neuen Abstimmung doch noch entsprochen wird. Ich halte es im Moment aber noch für absolut vertretbar und auch für zumutbar, in diesem Modus beizubehalten. Nee, Stand heute würde ich noch weiterhin genauso abstimmen. Man muss das beides miteinander aufwiegen, ein Stück weit. Ne? Kann man sich das finanziell leisten? Schwierige Frage. Natürlich muss in Corona-Zeiten gespart werden. Dies allerdings bei der Gesundheit der Spieler zu tun, erscheint höchst gefährlich.
Ich weiß nicht, ob ich Ihre Miene richtig deute, aber die war schon sehr kritisch, gerade als der Beitrag lief. Was haben Sie für eine Meinung zu dem Thema? Ja, das ist ja rein hypothetisch gesehen, wie viele Verletzte es gibt. Zu dieser Jahreszeit ist es kalt draußen, nimmt das in der Regel immer zu. Ich hätte gerne mal ein paar Zahlen gehört vom letzten Jahr oder von den Jahren zuvor. Und dass die Trainer dem gerne zustimmen würden, mehr wechseln. Wenn man sie fragen würde, ob sie 10 Wechsel haben, würden sie auch einen 10 Wechsel haben, weil sie natürlich dann andere Entscheidungen treffen können, sich nicht zwischen den Spielern zu entscheiden. Das ist ja ganz klar. Aber wir müssen ja als Geschäftsführer, Vorstände, wie auch immer, auch die wirtschaftliche Stabilität des Vereins sehen. Und da ist halt ein Unterschied, ob du 18 Spieler im Kader hast oder 20 Spieler im Kader hast. Mhm. Entsprechend musst du deinen Kader ja auch aufbauen, dass du vielleicht 1, 2 Spieler mehr hast, die dann vielleicht so nicht hättest und die du dann auch bezahlen müsstest. Da geht es bei Prämien weiter, da geht es bei Auswärtsspielen, bei Übernachtung. Also es ist so ein Rattenschwanz, der sich zieht. Und von daher ist es so, wie es Robert Marien eben auch schon gesagt hat, dass wir an der Stelle heute genauso entscheiden würden für 3 Wechsel. Weil uns einfach das Wichtigste ist letztendlich die Stabilität des Vereins, die finanzielle. Und im Moment will ich das ein bisschen auch weitergeben an die Jungs. Die müssen halt zusehen, dass sie die Regeneration, die enorm wichtig ist in diesen Zeiten, auch bewusst leben. Auch dem alles unterordnen. Also es sind ja Profis, die als Job Fußball spielen haben. Ja. Und dementsprechend muss ich dann noch essen, muss ich schlafen, muss ich die entsprechenden Nährstoffe zu mir nehmen, diese Regeneration auch begünstigen. Und dann geht das schon alles. In anderen Sportarten ist dieser Rhythmus auch normal. Und da hört man beim Eishockey, beim Handball, die würden darüber nur lachen, ne? Ja, weiß nicht, ob sie lachen würden, aber es ist halt eine Geschichte, wenn du einem Spieler immer wieder erzählst, wie schwer doch seine Belastung ist, glaubt das dir irgendwann. Mhm. Ja, und von daher ist es, ja klar, es ist eine höhere Belastung, definitiv. Also das ist auch anstrengend für die Jungs. Mhm. Aber ich war selber Fußballspieler und ich spiele lieber 90 Minuten, als zu trainieren. Mhm. Und von daher ist das ein super Umstand. Und unsere Jungs haben das alle gut weggepackt. Es gibt jetzt 88 Verletzte gerade in der zweiten Liga. Rostock hat quasi einen Verletzten durch diese Umstände, hatten Sie mir gerade schon erzählt im Vorgespräch. Ja, es ist immer schwierig, dem zuzuordnen. Woran liegt es jetzt? Liegt es an der Belastung oder liegt es vielleicht daran, dass eine Vorverletzung da war, wo vielleicht ein Muster sich im Laufbild ergeben hat, wodurch eine Verletzung entsteht? Also da kann man, das ist alles Spekulation, wodurch eine Verletzung entsteht. Mhm. Aber wenn man als Spieler diese Situation annimmt, sich entsprechend ernährt, genug trinkt, wie gesagt, diese Nährstoffe zu sich nimmt, regeneriert, viel schläft, dann kann man dem auch ein Stück weit entgegenwirken. Sie sind ja als Kaderplaner auch für den Kader verantwortlich. Also haben Sie keine Sorgen, was dieses Thema anbelangt, und würden Sie auch wieder so entscheiden, wie der Präsident es gerade schon gesagt hat? Habe ich ja gesagt. Also wir würden Stand heute wieder so entscheiden, uns für 3 Wechsel aussprechen. Ja. Mhm. Okay, dann gucken wir mal auf Ihren Ex-Club, auf den HSV. In der zweiten Liga nämlich, da hat der HSV gegen Hannover gespielt gestern. Hannover gewinnt das erste Auswärtsspiel in dieser Saison, auch dank Torhüter Michael Esser. Der hat einen Riesenlob nach dieser... Das ist die Selbstanalyse gewesen des HSV. Wie viel Gelegenheit haben Sie überhaupt noch, Ihren Ex-Club so ein bisschen zu verfolgen, beobachten? Gucken Sie so ein Spiel oder die Zusammenfassung zumindest eines solchen Spiels? Ja, weniger. Ich habe mit der dritten Liga viel zu tun. Da gibt es genügend Spiele, die man sich anschauen kann. Natürlich verfolge ich die Ergebnisse. Habe natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass der HSV einen sehr, sehr guten Start hat und jetzt ein bisschen schwächer seit 5 Spielen, die sie nicht gewonnen haben. Aber das sind so Phasen der Saison, die gehören dazu. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen da auch die richtigen Worte finden und die richtigen Entscheidungen treffen. Wir hatten letzte Woche Marco Grote hier zu Gast, den Trainer vom VfL Osnabrück. Und der hat gesagt, auf die Frage, wer denn für ihn der Stärkste ist in der zweiten Liga, das sei mit Abstand der HSV. Wie sehen Sie das? Ja gut, dass die anderen immer gerne die Favoritenrolle an jemand anders geben, ist ganz klar. HSV ist klar, logisch. Also wenn der HSV in der zweiten Liga hat, der ist automatisch der Favorit. Aber das macht es ja nicht unbedingt leichter für den HSV. Und mhm. Ich glaube aber, dass am Ende der Saison sie ein gewaltiges Wörtchen mitzureden haben um den Aufstieg. Und so ein bisschen fühlt man sich ja erinnert, das ging jetzt im letzten Jahr auch so los, im Jahr davor auch. Da hat der HSV super erst gespielt. Und dann gab es irgendwie diese Delle und am Ende, ja... Das Ende kennen wir alle. Ist das ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier? Und wie kann man das erklären? Ja, das sind alles Menschen. Ne? Also das ist ja, und man darf natürlich auch einen Respekt zu den anderen Mannschaften nicht verlieren. Die wollen ja alle. Das ist ja das Schöne am Fußball. Das sieht man auch, wie eng es in der zweiten Liga ist, wie es bei uns in der dritten Liga ist. Es gibt eigentlich keine Mannschaft, die man mal eben so im Vorbeigehen schlägt. Ja? Da gibt es immer mal Tage, und wenn 11 Jungs auf dem Platz stehen, dann macht halt der eine oder andere mal einen Fehler. Mal wird er bestraft, mal wird er nicht bestraft. Also das hat man jetzt auch gesehen in dem letzten Spiel. Kittel kriegt dann halt rot und trotzdem bäumen sie sich auf. Dann hast du einen Torwart, der dann auf einmal überall immer da steht, wo der Ball, und Terodde trifft auf einmal nicht. Mhm. Und der verliert halt so ein Spiel auch mal. Aber ich glaube, die Leistung war jetzt nicht so schlecht. Und letzte Woche hat der Torwart Ulreich, also der HSV, der neue Mann des HSV, auch mal daneben gegriffen. Was halten Sie von dem, dass der gekommen ist?
gekommen ist. Der wurde hier groß gefeiert beim HSV. Ja, alles gut. Also, so als Ex-Torwart. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, was ich davon halte. Wichtig ist, dass er die Punkte für den HSV holt, damit sie ihre Ziele erreichen. Und es gibt auch einen neuen Trainer, der vorher in der dritten Liga war. Und das ist ja schon ein großer Sprung mit allem, was beim HSV dazugehört. Diese mediale Aufmerksamkeit, der Druck. Irgendwie ist es beim HSV, hat man das Gefühl, immer turbulent. Und jetzt gerade in so einer Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie sich kennen. Kennen Sie Daniel Schuh? Was glauben Sie, wie der das hier, diese schwierige Lage beim HSV, handeln wird? Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, ich kenne ihn natürlich als Trainer. Aber ich glaube, dass er einen relativ ruhigen Eindruck macht nach außen hin. Und ich glaube, das ist genau das Richtige in der Situation da. Da muss man nicht irgendwelche Hektik noch zusätzlich reinbringen. Das wird schon von außen über die Medien genug getan. Und muss einfach dabei bleiben, sich erinnern an die Siege, die man geholt hat am Anfang der Saison. Und die einfach da einfach wieder zurückfinden. Und ich glaube, dass der HSV da auf einen guten Weg wieder zurückfinden wird in der Zukunft. Und da drücke ich denen natürlich auch die Daumen. Und für Sie ist die nächste Partie Meppen. Ist auch nicht so ganz leicht. Was ist schon leicht? Aber wie geht man das an? Und was ist das für eine Partie? Ist ein harter Gegner. Meppen war in der Vergangenheit immer schwierig zu spielen. Mit Thorsten Frings eine gute Mannschaft da zusammengebaut. Die hatten jetzt ein bisschen Pech durch die vielen Corona-Fälle, haben viele Nachholspiele. Aber eigentlich ist es egal, gegen wen du spielst. Am Ende musst du immer alles raushauen, was du hast. Und musst alles geben, musst die Gier haben, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist egal, ob Meppen kommt, Ingolstadt oder Dynamo Dresden oder wer auch immer. 3 Punkte zu Hause sind wichtig. Und für welches Ziel machen Sie das alles? Ja, wir wollen besser sein als letzte Saison. Das glaube ich Ihnen nicht, dass das einzige Ziel ist. Doch, das ist so. Also wir wollen uns stetig weiterentwickeln, das ist auch wichtig. Und wenn wir das alle tun, haben wir natürlich alle eine große Sehnsucht, die da Aufstieg heißt. Und da geben alle im Verein, die im Verein tätig sind, täglich alles für. Es gibt schon Leute, die auch Parallelen sehen zur Aufstiegssaison. Wir sind gespannt und drücken auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute und vielen Dank für den Besuch heute Abend. Gerne. Und gucken jetzt natürlich auch noch mal